Ich setze die Kopfhörer der Liebe auf. So. Leute. Muss ich eigentlich meinen Sound hier wieder umstellen? Oder geht das? Warte mal eben, ich guck nochmal eben. Bezüglich des Sounds. Dass ich da nochmal was umstelle. Ah, ne. Ist schon. Ne. So ist richtig, okay. So, dann lass uns mal ein bisschen ballern hier. Habe ich gestern wieder zurückgestellt. Okay, danke, Nicola. Das würde ich ohne dich tun. Ist es laut für euch? So, ich muss erstmal jetzt wieder reinkommen, ey. Jetzt bin ich ja gerade 2 Stunden mit verkrampften Fingern Mario Kart gefahren. Und jetzt muss ich hier schwuppsiwupps wieder. Aber laut. Jetzt einmal dieses Spiel wieder spielen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich dazu bereit fühle. Komm, wir versuchen es mal. Das wird nichts werden. Ich bin noch gar nicht richtig im Endboss-Modus. Vielleicht machen wir den später nochmal. So schnell kann noch kein Mensch zwischen Aggregatzuständen switchen. Ah, zu früh, wie immer. Ey, nicht mit den Fingernägeln hier wieder. Ei, au, au. Oh nein, ich hänge hier aber sowas von unangenehm an der Wand fest. Jetzt müssen wir mal einen schönen Schluck aus der Pulle genießen. Oh, war der mit seiner Lava. Oh, Benny Lava. Aber ich komme nicht an ihm vorbei, oder? Oh, doch, er ist so nett. Oh, ich bin noch so Mario Kart Fieber. Von einer Aufregung in die andere stürzen hier. Das ist gar nicht so einfach, wie es der normale Mensch das vorstellt. Macht er wieder hier seinen Lava-Shit. Da kommt er an. Ja. Oh Gott, er kommt richtig um die Ecke geschlichen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass ich keine Angst hätte. Okay. Wow. Ja. Ich versuche mal von hinten an ihn ran zu kommen. Nein, er macht meine Pflanze da, meine Qualle kaputt.
Nein! Ach, zu spät gerollt. Frechheit galore. Oh, ich bin unzufrieden mit dieser Situation. Aber wie soll man auch... Jetzt ist mir wieder zu warm. Jetzt ist mir wieder zu warm. Komm, wir machen es noch einmal. Wir probieren es noch einmal. Und dann machen wir auch sonst kurz noch mal was anderes. Wir wollen ja nicht jetzt die ganze Zeit bei diesem Boss bleiben. Wenn er uns zu sehr nervt, machen wir einfach was anderes zwischendurch. Ach Gott, der ist ja einfach so wütend. Okay, das war schon mal wieder ein sehr guter Anfang. Okay, das kann ich, glaube ich, jetzt direkt vergessen. Ah! Gott, das war nix. Also komm, wir machen mal ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit gegen diesen Endboss anzurennen. Das machen wir später. Wir kommen nochmal wieder. Wir haben ihn ja fast gehabt, aber ich bin jetzt auch neugierig, was es hier noch so gibt. In dieser Welt, meine ich. Denn, ich bin ja eigentlich nur hergekommen, weil ich diese Steine brauche. Und die Frage ist, wo ist hier noch eine Höhle? Denn mein eigentliches Ziel war es ja, Stufe 3, hier ist noch eine Höhle, warte mal, wir sind da oben, hier ist doch noch eine. Da, vielleicht kriegen wir da Stufe 3 Steine. Freso, vielen Dank für dein Abo. Finde ich gut. Und zwar, warte, ich markiere mal diese, da ist noch eine Höhle. Hallo? Ach, mir fällt noch was ein. Ich muss die Flasks noch einmal umstellen. Ich brauche hier keine... Nicht diese super... Kraft so sehr, wenn ich nicht gerade im Bosskampf bin. Wir machen es mal so. Okay, in diese Richtung befindet sich die Mine. Muss hier irgendwo runterkommen. Ja! Ah. Mal gucken. Da ist das direkt da unten. Wo komme ich da am besten runter? Das ist vielleicht gar nicht so der beste... Ah, vielleicht ist das gar nicht der beste Spawn. Manchmal ist der Spawn, der am dichtesten dran zu sein scheint auf der Karte, in Wirklichkeit überhaupt nicht gut. Wie sieht's hier aus? Oh, da komme ich ja überhaupt nicht gut runter. Oh, da hinten ist noch so ein... Den müssen wir uns auch merken. Da. Aber den brauchen wir noch nicht, weil wir noch nicht genügend von diesen Bossseelen haben oder was das ist, um die zu duplizieren. Deswegen lassen wir den nochmal in Ruhe. Ich muss jetzt hier mal irgendwie runterkommen. Ach. Ja. Was ist denn hier? Kann man eigentlich hier vielleicht diese... Ei. Natürlich. So, kann ich da vielleicht irgendwie... Oh, das ist einfach komplett das falsche Feuer, was ich hier gewählt habe. Das macht gar keinen Sinn. Autsch, tot. Wie viele Stunden hast du mittlerweile? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so genau. Ich kann da wahrscheinlich...
Sieht man das? Hier, ne? Bei Status. Sieht man das hier? Nee. System. Da. 34 Stunden. Naja, das ist aber nicht reine Spielzeit, ne? Das ist natürlich auch viel so PlayStation anmachen wahrscheinlich, oder... 34 Stunden? Obwohl es ja so viel ist, 34 Stunden ja auch wiederum gar nicht. So, genau. Ich wollte gucken, das ist hier eine keine gute Karte. Ich glaube, da bin ich fast schneller, wenn ich hier unten lang reite. Ja, ich nehme diese hier. Du bist bei 113. Ui. Du hast mal in einem Moin Moin einen Fantasy-Roman empfohlen. Ich suche seit einiger Zeit dieses Moin Moin, um den Buchtitel herauszufinden. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Könnte die Sturmlichtchroniken sein. Probier mal, ob das die Sturmlichtchroniken sind. So. So. Jetzt sind wir gleich in dieser Höhle und ich hoffe, da gibt es die Steine. Und wenn ich die Steine habe, kann ich endlich meinen Katana upgraden. Das muss doch möglich sein. Was ist hier los? Lamp of Flash. Ernte, Ernte. Okay. Ich habe das Gefühl, die Welt beinhaltet noch so viele Überraschungen und Dinge. Und wir sind erst ganz am Anfang. Irgendwie so fühlt sich das an. Höli, Höli, wo bist du? Warte mal. Ah, noch ein Stück geradeaus. Was? Ach, das ist diese... Oh! Hi! Oh, geil. Den müssen wir uns eigentlich auch merken. So, was habe ich jetzt gesagt? Jetzt ist der da hinten? Ja. Wow, wow, wow. Den heben wir uns auf. Wie gesagt, mit dem kann ich jetzt noch nichts anfangen. Glaube ich. Hier, da ist so eine Höhle, sehr gut. So, dann wollen wir mal schauen. Hoffentlich gibt es hier nicht wieder irgendwelche komischen Giftfallen. Ist das eine Inselkröte? Ja. Ich denke schon. Guck mal, da hängt doch noch was. Das ist... Cracked Crystal, ja. Nicht das, was wir wollten. Aber nehmen wir natürlich trotzdem mit. So, hier ist auch ein Bonfire, das ist hervorragend. Können wir uns auch einmal reinsetzen. Damit wir im Falle des Todes direkt hier spawnen. Okay. Oh, 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 oh. Oh, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt weiß ich auch, was... Ja, okay. Den habe ich einfach sowas von krass unterschätzt. Ich dachte, den haue ich einfach platt, stellt sich raus. Nein. Ja, man muss auch sagen, das Katana macht jetzt deutlich weniger Schaden als vorher, weil ich diese Asche dort angebracht habe, die den Grundschaden massiv reduziert. Ich habe zwar jetzt höheren Blutungseffekt, aber... Das geht natürlich auf Kosten von anderen Sachen. Oh, jetzt wollen die schon zu zweit zu mir kommen. Oh. Ahahahaha. Clever. Clever.
Das kann ich den ganzen Tag machen, wenn du willst. Okay, das fand ich ganz lustig. Glintstone. So, jetzt möchte ich bitte... Oh, da ist erstmal ein schönes Item hier. Schöne Kiste. Mach hier auf. Summer Smithingstone. Ja, 2 ist natürlich nicht also das, was ich wollte. Ich brauche 3er. Wenn ich jetzt hier nur 2er kriege, da bin ich wirklich nachhaltig beleidigt. Das sind nicht die, die ich wollte. Wie gesagt. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Aber deswegen bin ich nicht hierher geritten. Bams. Ja, das sind die falschen Kristalle hier. Da ist nichts dran. Kommt der zur Hilfe da hinten? Der kommt jetzt. Ah, nee, das ist ein 2er Smithing Stone. Das ist nicht das, was ich wollte. Geil, den Zauber kann man sogar abbrechen, gut zu wissen. Oh, ich muss hier aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Ein Tanz auf der Rasierklinge. Also da müssen wir uns, glaube ich, gleich auch nochmal noch wieder eine Höhle suchen. Wenn ihr eine kennt, wo man wunderbar Smithing Stone Stufe 3 farmen, ach was, ernsthaft, farmen kann, dann sagt Bescheid. Hat die hier oben jetzt schon alle weggesnackt? Ne. Was ist hier? Da ist ein Item. Oh mein Gott. Gefährlich. Oh nein. Oh, jetzt müssen wir noch eine Hüpfpassage hier machen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Tschüss, tot. Wieso rollt der denn? Rike 912 Freso, vielen Dank für eure Abonnements. Warum bin ich jetzt gestorben? Das empfinde ich als Schande. Sind die Dinger eigentlich direkt wieder da oder? Was haben die für einen Cooldown? Ich kann nicht auf die Typen scheißen. Warte mal, wo bin ich denn lang gelaufen hier, ne? Ach, warte mal, sind die direkt wieder da? Ist das so easy, die zu snacken? So einfach nur sterben und dann ist wieder alles gut? Tatsächlich, ne? Das ist ja einfach. Ich befürchte... Nein! Was habe ich getan? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich glaube, ihr habt recht. Ich habe aus Versehen den. Das ist das. Das ist.
das Handicap, wenn man irgendwie zu viele Souls-Titel gleichzeitig spielt. Ich habe nicht die Taste gedrückt, sondern die Taste. Ich befürchte, das war zu 100% meine Schuld. Ich glaube, ich kann niemand anderem die Schuld geben. Das ist das Schlimmste. Wenn ich nicht mal jemanden zur Hand habe, wo ich sage, ja, es ist doch ganz offensichtlich, dass du schuld bist. Na gut, fahren wir diese Cracked Crystals. Jetzt bräuchte er gar nicht mehr, obwohl ich will ja das Item haben, aber... Okay, war schon ganz schön geil von mir. Nein, 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 das ist nicht geschehen. Okay. Der Fehler war ein anderer. Der Fehler war, ich wollte erst loslaufen. Und dann springen. Und das hat nicht geklappt. Shit. Ah. Na gut, auf die Art und Weise kann man hier diese blauen Dinger farmen, oder? Eieieiei. Ich versuche da jetzt mal rüber zu kommen, ohne Anlauf zu nehmen. Wow, 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 wow. Mal gucken, ob das klappt. Oh, Leute. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Und, los jetzt! Ich will da jetzt einfach einmal hin. Währenddessen farm ich die Dinger. Ist ja echt vorteilhaft, dass sie ständig so schnell respawnen. Was ist denn da überhaupt? Vielleicht lohnt sich das auch gar nicht. Wir werden mal sehen. Aber auch nicht so einfach. Ich mach's jetzt ohne. Ja, das war klar. Da muss man nämlich sprinten. Ich glaube, man muss da sprinten. Ich gehe jetzt mal die andere Richtung. Gucken, was da noch ist. Wir gehen mal durch den zweiten. Ist das überhaupt ein Tunnel? Ne, ist ja nicht mal ein Tunnel. Ist das hier eine... Nee. Oh Gott, jetzt bin ich für ewig verdammt, da zu sterben. Das ist ja ein ewiger Kreislauf. Oh Mann. Oh. Entschuldigen Sie bitte, ich habe kein Interesse an... Ich will überhaupt nicht mit Ihnen kämpfen. Ich will einfach nur darüber. Komm, ich probiere es einfach. Du kannst machen, was du willst. Ich will nur mal gucken. So. Wenn ich jetzt hier sprinte, das ist zu kurz zum Sprinten. Ja! Haha! Und Smithing Stone der Stufe 3! Jawoll! Ich bin der beste Souls-Spieler hier. Elden Souls. Und ja, okay. Gut. Tot. Aber da unten ist ein interessantes Feuerbecken. Da wartet irgendwas. Okay. Gut. Alles klar. Hat der beste Elden Ring-Spieler auch mal einen Fehler gemacht. Das sollte alle anderen Elden Ring-Spieler, die nicht so gut sind, ja auch irgendwie trösten. Hey, selbst Profis machen Fehler. Aber da ist ein geiles Item da oben noch. Das hole ich mir natürlich. Hole ich es mir? Ja, es ist es wert. Und Flana, vielleicht ist ja auch der... Wenn jetzt der Smithing Stone auch respawnt, dann mache ich das jetzt 23 Mal, bis ich genug davon habe. Oh, gefährlich. Gefährlich. Guck mal, die ganzen roten Flecken. Ihr seht, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert. Oh Gott, das ist aber auch mega knapp.
Aber unglücklicherweise respawnen die nicht. Die Frage ist, muss ich hier... Ich weiß nicht, ob ich hier sprinten muss. Vielleicht, vielleicht nicht. Niemand kann es so wirklich wissen. Oh, skill-basiert. Ja, aber das ist der falsche... Falsche... Oh. Geronimo! Okay. Man muss offensichtlich denselben Weg zurückgehen, den man gekommen ist. Das ist schade, weil jetzt meine Seelen... Aber wie viele Seelen waren das? Die Seelen muss ich nicht nochmal wiederholen. Ich habe jetzt alles, was ich wollte, habe ich da. Okay. Da gehen wir nie wieder hin. Wir reden da auch nicht mehr drüber. Haben wir uns verstanden? Wir erwähnen das einfach nicht mehr. Wir behandeln das so, als wenn das nie passiert wäre. Und an denen können wir auch vorbeilaufen. Oh. Eieiei, okay. So, hier ist irgendein Fahrstuhlbereich. Kann ich... Ah, ja, nein. Entschuldigen Sie bitte. Das muss ich erstmal... So. Die Typen interessieren mich nicht. Ich hatte gesagt, du interessierst mich nicht. Aber wenn du unbedingt... Wenn du es unbedingt wissen willst... Oh. So, bist du jetzt hinüber? Nein, immer noch nicht. Jetzt. Hartnäckige Burschen. So, was gibt's hier noch für Steine? Na. Das müssen wir dann wohl machen hier. Kurz die platt machen. Und deine Knusper-Cracket-Crystals nehmen wir auch mit. Das wird jetzt wieder, muss ich gegen zwei kämpfen. Hier machen wir unsere Backstage-Parade, Backstep-Parade. Oh nein. Oh, okay, nee. Was, ich hab doch mein Ding hier hoch. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nein. Nein, er will mich hauen. Aber, wieso, was? Der gute alte falsche Tastendruck. So, jetzt sind wir wieder drin. Im Ablauf. Oh, nein. Okay, das war... Ey, nicht beide! Okay, dann machen wir es halt so. Was ist denn Backstabben? Tschüss. Nein! Nein, wieso? Wieso drehst du dich denn um? Wieso zeigst du ihm denn den nackten Rücken? Du solltest ihn... Der war doch angewählt. Der war doch anvisiert. Du solltest einen Schritt zurückgehen und nicht dich umdrehen. Was tust du denn? Warum bist du denn nicht in der Lage, einfachste Befehle umzusetzen, die ich dir erteile? Warum bist du so? Hör doch einfach auf das, was ich sage. Ich hatte ihn doch anvisiert. Mit der rechten Anvisierungstaste. Es ist einfach eine Ungeheuerlichkeit. Es ist so schwierig heutzutage gute Leute zu bekommen. Ich kann das nicht begreifen. So, diese Cracked Crystals, die interessieren mich jetzt überhaupt nicht mehr. Wobei, naja, warte mal. Wir machen das... Okay. Wir machen das jetzt... Da hinten ist es noch ein interessanter Ort. Nein. Ah. Nee. Okay. Pass auf. Und jetzt... Aha. Nein, ja, jetzt visierst du ihn an, oder was?
Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich beeile mich mal. Nein! Dadurch, dass sie aus Stein sind, sind die, glaube ich, nicht in der Lage zu bluten. Was schade ist, weil das ist mein Main-Angriff. Habe ich ein Problem? Nein, ich lebe. Ich, selbstverständlich. Nein, das ist wieder diese Scheiße. Was machst du denn? Oh nein! Dieses. Oh! Diese. Ihr wisst überhaupt nicht, was passiert. Ihr könnt es nicht nachvollziehen. Euch fehlt Zugang zu Informationen, die ich euch jetzt aber geben werde. Oh, wisst ihr noch von der ersten Folge, als ich immer diese Taste, so, ich immer so spiele und dann drücke ich die rein und jetzt habe ich da das Umschalten der Flasks drin und jetzt schaltet der auf Mana um, weil ich wie so ein Irrer da drauf drücke, weil ich die Mana-Flasks nicht aus dem Inventory genommen habe und jetzt will er Mana trinken, aber die Flasche ist leer und er, was, wieso ist denn die leer, ich guck nochmal rein. In der Zeit wird er von hinten angegriffen und ermordet, weil er sehr, sehr dumm ist. Das geschieht jetzt nicht nochmal. Ich gehe jetzt da runter und hole mir jetzt diese Steine, die ich brauche. Und dann komme ich hier nicht mehr wieder her an diesen Ort, bis ich Level 120 bin und ich die One-Hitte. Und wenn ich. Und dann mache ich es wie Lobega und One-Hitte hier einfach. Meine Güte, ich laufe jetzt hier einfach vorbei und. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht mehr mit, oder? Dass ich gleich noch einen im Rücken habe. So, und jetzt mache ich das vernünftig und langsam und leise und. Lass mir Zeit und... Nee, ich lass mir keine Zeit. Ich hab keinen Bock. Ich mach das schnell. Nein, es hat wieder nicht meine Taktik, meine Backstabbing-Taktik. Das Anvisieren ist einfach komisch. Nee. Ich krieg das Anvisieren nicht geschissen. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin kurz davor, ich brauche einen Keks. Okay, Leute. Wenn es nicht läuft, dann isst man einen Keks. Das machen wir jetzt. Wir essen jetzt einen Keks. Ich esse jetzt einen Keks. Mmh, ist der lecker. Mmh. Die kann ich euch empfehlen. Ich will ja keine Werbung machen, aber das sind so Schoko-Orangen-Kekse. Schoko-Orangen-Kekse. Die sind so lecker. Die haben so einen leichten Orangen, so einen zarten Orangenhauch auf der Zunge. Und dann sind da so leckerste Schokobällchen drinne. Und das ist so eine schöne Kombination. Und ich sag ehrlich, ich brauche zwei davon. Ich brauche zwei Kekse. Mmh, ist das schmackhaft. Mmh. Okay. Weiter geht's. Ab jetzt mega gut. Qualität ist aktiviert. Und ich sammle richtig viele von diesen Cracked Crystals. Die sind ja auch super wertvoll. Im Gegensatz zu allem anderen hier. Zu lange gewartet. Hatte ich nicht mal... Dann mache ich das jetzt ganz in Ruhe, so wie sich das gehört. Keine Kompromisse mehr. Ich spiele das jetzt so, als wenn das zum ersten Mal wäre, dass ich hier bin. Und lass mir jetzt ein bisschen Zeit und ich werde es am Ende belohnt bekommen.
indem ich einfach... Ich spiele es jetzt einfach so. Pull den da raus. Komm her, mein lieber Freund. So, komm mal noch ein Stück nach oben, bitte. Danke. Keine Kompromisse mehr. So. Backstabben. Spielst jetzt nicht mehr auf die ungeduldige Art, sondern so. Ganz in Ruhe. So. Da hinten ist noch der Archer. Mir egal. So. Ja, wenn ich in der Animation bin, kannst du mich nicht treffen. Selber schuld. So. Ja, ja, du kannst dich schon mal darauf vorbereiten, dass es dir gleich an den Kragen geht. Ja, mir doch egal. Ja, das waren die letzten Schüsse. Nein, vielleicht auch nicht. Oh, oh, warte. Vielleicht habe ich ein bisschen zu dick aufgetragen. Nein! Du kannst nicht noch einen casten! Du warst doch fertig mit dem Spell! Und ich wollte mich heilen! Was spielst du? Zappa, zappa, zappa! Der war doch durch mit seinem Gespelle. Habt ihr das gesehen? Never. Serious Donkey, du bist aber ein guter Typ. Das muss ich an der Dieser Dungeon macht mich mehr wahnsinnig, als ich das einkalkuliert hatte. Das war nicht einkalkuliert, dass ich jetzt hier so leiden muss. Ich wollte hier durchflutschen und mir ein paar Steine holen, um mein Schwert endlich zu verbessern, weil das dringend nötig ist. Stattdessen hänge ich jetzt hier ewig und 3 Tage rum. Das ist überhaupt nicht nötig. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Das ist der völlige Wahnsinn. Aber ich gebe nicht auf. Aufgeben kommt nicht in Frage. Ich gebe nicht auf. Ich mache das jetzt noch einmal richtig. Und dann ist gut gleich. Hopp. Hopp. So. Ich mache das jetzt ganz entspannt. Wie jemand, der alle Zeit der Welt hat. Ich hetze nicht durch. Ich tue so, als wenn ich hier noch nie war. Ungeduld. Ja, Ungeduld ist überhaupt nicht... Das ist überhaupt kein Thema. Ungeduld interessiert mich überhaupt nicht. So, dich pulle ich auch. Damit der Archer mich nicht voll labert. So machen wir das jetzt. So. Okay. Wupp und So. Jetzt kommt der dumme, miese, dieses miese Archer-Schwein. Was? Okay, alles klar, ihr seid auch nicht alleine. Ihr seid immer zu zweit, okay. Merke ich mir. Ich komme nächstes Mal auch mit Freunden. Merke ich mir. Na, 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 nein, 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 nein. Der ist härter, als ich dachte. Aber der Stone ist der, den ich wollte. Und das ist der, den ich wollte. Ja, das lohnt sich doch. Das sind genau die Dinger, die ich brauche. So, nee, 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 nee. So. So nämlich. Ja, deine dummen Crystals. Die interessieren mich überhaupt nicht. Tschüss. Tschüss, du miese Type. Du alte miese Type. Und noch ein paar Cracked Crystals packen wir uns ein. So, der war ja hier leer, da habe ich jetzt relativ hektisch, aber da war nichts mehr, ne? Mal die Fackel an, nicht, dass wir irgendwas Feines übersehen, aber das ist schon okay. So.
Ganz in Ruhe jetzt holen wir uns da unsere Seelen mal wieder. So schön. Oh, was hat der denn für eine unheimliche... Haben die alle so eine Axt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. So. Und... Ah! Okay. Ganz entspannt. Lassen hier nichts anbrennen. Da geht's weiter noch. Und in die andere Richtung auch. Da hinten sehe ich noch schöne Leckerlis. Da ist irgendwie so ein Typ. Da schleichen wir uns mal an. Okay, das interessiert den anderen nicht zum Glück. Nee, du castest hier gar nichts. Du castest nicht mal LOL, mein Freund. So. Große Erfolgsstory. So. Okay. Gib mir deine Cracked Crystals, obwohl mir die gar nicht so wertvoll sind. Golden Rune, Dreier Rune. Find ich auch. Ah, ja, das genau, den Shit hier brauche ich. Was bist du? Yes! Kategorie 3. Okay, das war jetzt schon mal ein kleiner Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine der Kategorie 3 ich benötige. Aber das hat sich jetzt schon dann doch gelohnt. All der Ärger... Nicht umsonst. Sehr schön. So, weiter geht's. Ich brauche mehr davon. Und vielleicht mal so ein kleines Bonfire. Wäre auch nicht schlecht. Die Zeiten sind vorbei, wo ich mich hier ärgern lasse. Wozu habe ich den Bogen? Ich fühle mich auch nicht schlecht. Wozu habe ich den? Kein Bock nochmal zu sterben hier. Was? Was? Er war doch schon tot. Okay. So, was ist der andere Magier, der da hinten? Probieren wir auch nochmal. Okay, das war vielleicht nicht so nicht so klug, weil der tatsächlich weit weg ist, dass ich nicht genug Schaden mache. Ja. Nee, das machen wir jetzt anders. Den hole ich mir jetzt so. Okay, vielleicht ist das doch keine gute Idee gewesen. Komme ich da rüber? Nee, da ist... Nee, das ist dumm. Okay, shit. Ich schleich. Er sieht mich nicht. Weder sieht er mich, noch hört er mich. Aber er fürchtet mich. Der sitzt da hoffentlich auch noch vor diesen Stones Stufe 3. Die brauche. Zwei sogar vielleicht. Okay. So, was haben wir hier? Nein, Stufe 2. Ah, einer Stufe 3, das ist gut. Fahrstuhl. Gucken wir aber erstmal noch hier weiter. Hier sind noch ein paar von diesen Crickets.
Und hier. Stufe 3. Sehr, sehr gut. Oh nein, die sind doof. Nein, mehrere. Oh nein, das ist eine Dreierbande. Dann nehme ich gerne mal meinen Superschlag in Kauf. Oh, die sind hart. Das ist der richtige Moment für so einen Schlag. Jo. Da macht der total Sinn. Ah, ist das hier eine Falle? Kann man sich überhaupt an die Typen ranschleichen? Oder sind die so aufmerksam? Ja. Ah, es geht. Ja, ich empfehle. Was? Da schießt noch einer von hinten? Nein! Oh. Überall stecken Pfeile in mir. Ich unangenehme Zeitgenossen. Ich bin einfach gespickt. Guck ich das mal an. Das ist ja einfach so schäbig. Was sind das für Maschinen? Ist so schäbig. Es ist einfach völlig übertrieben. Was für Typen, ey. Okay. Crystal Knife. Wahrscheinlich nichts für mich, ne, so ein Crystal Knife. Naja, ist Intelligence. Macht Magic Damage. Damage habe ich alles nicht. Aber hier ist wirklich diese Waffe, also dieser Angriff, dieser Sekiro-Angriff, dieser Schwertstreich mit Blut geführt. Der macht echt Sinn. Okay, jetzt frage ich mich, ob das in der anderen Richtung besser gewesen wäre, den Fahrstuhl... Oh mein Gott. Den Fahrstuhl zu nehmen. Das vielleicht ein Shortcut gewesen wäre, oder was? War das dieser eine Fahrstuhl? Ich guck nochmal eben zurück. Weil da scheint es mir dann doch weiter zu gehen. So, hier ist der Raum, genau. Hier ist noch ein Raum. Ah, Stufe 2. Ist das hier ein Geheimgang? Warum steht das, obwohl das nicht... Ja. Okay. So, dann laufen wir nochmal zurück zu dem Fahrstuhl. Ah, den da oben. Warte mal, den haben wir noch gar nicht. Ah, da müssen wir auch nochmal hin. Bup, bup, bup. Der arbeitet nämlich auch an was Leckerem. Aber auch wieder nur ein Zweier. Das scheint mir echt ganz schön groß zu sein noch hier. Und die Crackets. Habe ich hier schon die Crackets? Ne, ein Cracket ist da noch. Okay. Dann wieder hier rüber. Oh. Oh. Da
will man nicht runterfallen. So, hier ist der Fahrstuhl. Fährst du hin? Nach oben? Oder nach unten? Nach oben, ne? Ja. Aber das ist der Ort, wo ich schon war, genau, ne? Ja. Oder? Doch, das ist doch da, wo ich schon war. Da bin ich doch lang gekommen. Ich glaube, das ist der Shortcut oder was, den ich jetzt freigeschaltet habe. So, dann wieder zurück. Und in die andere Richtung. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, glaube ich. Weil da ist richtig viel Action. Guckt euch das mal an, da hocken sie alle. Wie die Wilden. Und ich überlege, was mache ich da am besten? Also der Magier da, das ist der nervigste. Kann ich mich auf den droppen lassen? Wie viele sind da noch auf der Seite? Ich habe einen Plan. Wollt ihr ihn hören? Sind da noch welche? Nee, ne? Ja, doch, aber die sind beschäftigt. Also ich könnte das jetzt mit dem Bogen machen. Oder ich mache das anders. Ich mache ein High-Risk-Manöver. Wisst ihr, was das ist? Dieses hier. Ah, ja, es war High Risk. Es war sehr High Risk. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Oh nein. Okay, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Oh nein, der Magier sieht mich. Der Magier sieht mich. Oh, oh. Nein, 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 Magier. Magier. Nein, 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 nein. Wieso mache ich so wenig Schaden? Und was ist das für eine Waffe? Du bist ein anderer Typ. Du bist von einer stärkeren Kampfgemeinschaft. Oh Gott, ich bin... Ah. Oh. Gefährlich. Oh Gott, der Plan ist nicht aufgegangen, aber ein anderer Plan trägt Früchte. Nein, ah! Oi. Okay, scheiße. Ah! Der war ganz schön stark da, der Typ. Das war irgendwie so ein Vorarbeiter. Okay. Und, was kriege ich hier? Nein, Stufe 2. Stufe 3. Ja, das gefällt mir. Stufe 2 ist zu wenig. Das kriegen wir auch so schon. Sehr gut. Das war in allerletzter Sekunde. So, jetzt muss ich ja an diese drei Herren ran. Vielleicht einen kann ich backstaggern, aber dann trigger ich die anderen auch. Ich will die aber natürlich alle haben. Oh, lassen die sich etwa nicht dadurch beirren? Aber das ist ja fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, dass die so wenig zusammenarbeiten. Okay, dann kommst jetzt als nächstes du. Komm mal ein Stück weg. Okay. Eieiei. Oh, whoop.
Oh, das klappt auch ganz gut. Ja, man muss geduldig sein. Man muss geduldig sein und darf nicht durchrushen. So, und jetzt komm, hier gibt's hier geilen Kram. Ja, Stufe 3. Was? Ah, nee, das ist nicht so gut. Stufe 3! Stufe 3! Yay! Okay, jetzt haben wir hier richtig aufgeräumt. Ich finde, jetzt ist es definitiv an der Zeit für ein kleines Bonfire. Die können ja nicht erwarten, dass man immer wieder diese Stelle hier macht. Oder was meint ihr? Ist nix. Okay, das ist ein Zauber. Nehme ich an. Oh, da oben ist auch noch einer. Weil ich bin ja hier runtergejumpt, deswegen ist er da oben noch. So, und ist hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Die haben wir alle weggesnackt. Da ist auch nichts mehr hinter. So, jetzt will ich gerne mal ein kleines Bonfire haben. Ihr habt also, ich glaube, diesen Fahrstuhl da, den könnte man im weitesten Sinne als Shortcut durchaus verstehen, aber ich bin... Ah, hier ist noch ein Fahrstuhl, okay. Ich bin unzufrieden mit der Shortcut-Situation. Na? Mit der Bonfire-Situation. So, komm, Leute, wo versteckt es sich? Nein, da ist ja ein Nebeltor. Aber du erwartest jetzt nicht von mir, dass dahinter ein Boss ist, oder? Ich kann doch jetzt nicht quasi ohne Flask. Oh. Nee, da kann kein Boss sein. Ohne Flasks. Jetzt zu diesem Boss. Aber das kann auch nicht deren Ernst sein, dass der Weg dorthin so lang sein soll. Wenn das jetzt ein Boss ist und ich muss jetzt jedes Mal diese Wege da ablaufen, das ist ja total weit. Warte mal, jetzt müsste ich mit dem Fahrstuhl... Oh, das ist ja mega dumm. Ist hier keine Stake of America? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sehe keine. Aber nee, das können die nicht von mir erwarten. Also das ist ein Spielspaßkiller. Ich bin ja wirklich bereit, mir an Bossen irgendwie den Wahnsinn ins Gehirn zu lassen, aber ich bin nicht dazu bereit, elendige Wege zu laufen. Und ich sehe jetzt hier, ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine Statue of America ist. Ich sehe jetzt hier keine. Ich habe eben auch keine gesehen. Ich mag überhaupt nicht diese langen Wege. Hallo, ist da vielleicht irgendjemand? Nein. Aber wisst ihr was? Ich laufe da jetzt rein und dann werden wir sehen, was das ist. Ich pack mal hier meine Homies. Wobei, habe ich überhaupt genug Mana, um die zu rufen? Darf meine. Ich habe nicht mal genug Mana, um die Homies zu rufen. Warte.
Warte mal. Ich mache überhaupt gar keinen Schaden, das kann nicht der Mechanismus sein. Okay. Was ist der Mechanismus? Ich muss irgendwas machen. Nee, nee, nee. Das kann es nicht sein. Ich nehme überhaupt gar keinen Schaden. Was muss ich machen? Irgendwas muss ich machen. Nein, 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 nein. Ich muss irgendwas machen. Aber was? Das ist irgend so ein Gag-Boss. Wie krieg ich dich dazu, Schaden zu nehmen? Vielleicht hier auf dem Gold irgendwas machen. Das kann's doch nicht sein. Okay, warte, warte, warte. Was, wo ist der Gag? Irgendwas muss ich machen. Wo ist der Gag? Oder, also ich kann ja hier auch nicht unterlevelt sein. Das macht ja auch gar keinen Sinn. 16 Schaden? Nein. Nee, okay, wo ist der Gag? Wo ist der Gag? Wo ist der Mechanismus versteckt? Sag ich und mach's immer weiter. Ich backstabbe sie immer wieder. Ja, okay. Das, oh, 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 das war... Oh, ah. Nee, aber das kann ja irgendwas, irgendwas muss ich hier machen. Irgendwo hin und irgendwas, vielleicht mit Feuer oder so. Oder was ist sie denn für eine? Sie ist aus Kristall. Irgendwas muss ich machen. Ich mache ja gar keinen Schaden. Aber was? Das ist, guck mal, die wollen allen Ernst, dass ich den kompletten Weg zurücklaufe, und das finde ich sehr, sehr lächerlich. Aber okay, die Idee ist, dass ich eine Waffe nehme, die stumpf ist. Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Eine Keule, so ein Shit hier, so ein Club. In the Club. Oder sowas. Den könnte ich zum Beispiel nehmen. Morningstar. Der ist doch perfekt. Macht auch ein bisschen mehr Schaden. Zweihändig geht auch. Sprungangriffe mit dem Katana, meint ihr? Mhm. Und dann nehmt auch. Was? Ey! Hab ich irgendwas gesagt von wegen, ich bin schon so weit? Oh, geil! Die macht ja mehr Schaden. Die ist ja viel geiler. Die ist ja noch geiler als mein Katana, obwohl es eigentlich gar nicht geiler ist. Das Problem ist, ich könnte die ja mal kurz ein bisschen aufwerten. Liegt vor allem an Zweihand. Ah. Aber das andere Ding ist natürlich, warte mal, ich habe glaube ich 21.000 von diesen Steinen. Naja, okay, warte. Ach, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier... Genau, ich habe eine Idee. Bevor ich da jetzt zurücklaufe, werde ich einmal ganz kurz meinen... Dafür bin ich ja hier, meine Waffen aufwerten. Und dann komme ich hier wieder zurück und hole mir die Sau. Und zwar... Ach, darf ich jetzt hier nicht reisen oder was? Auch nicht in das Gebiet. Nein, nein, nein. Okay, warte. Wir müssen uns aber merken, wo wir sind. Sonst vergesse ich das. Wir sind... da oben. Warte, ich muss hochfahren und dann werten wir unsere Waffen auf.
Und dann machen wir das vernünftig. Wollten wir eh machen. Aber natürlich nehmen wir wieder unsere Sackfahne. So. Schnellreise, reisen wir mal zum Schmied. Tja, okay, ich versuche sie in den Bauch zu critten. So, Schmiedmann. Ne, hier bin ich falsch, ne? Da ist... Hier ist er, genau. Hier ist... ja, hier sind die da, die Damen. Die seltsamen Damen. Hier, Schmiedmann, wo bist du? Da bist du nicht. Erstmal gucken, was der Spaß kostet. Zeig mal. Also, ich brauche... Ich habe genug Smithing Stones 3, 682 Mark. Okay, dann machen wir erstmal mal gucken, wie viel ich mir davon leisten kann. Also, dann, also hier, guck, geil. Jetzt brauche ich als nächstes, ach, kann ich mir sogar auch noch leisten. Wie viel Kohle brauche ich? 744. Ist eigentlich auch ein bisschen umständlich, was ich hier gerade mache, aber so spare ich auf jeden Fall Steine. Ich habe, wie viel habe ich? Wo sehe ich? 273, was habe ich gesagt? Irgendwas mit 700, ne? So. Ja. Wow, dann haben wir dieses Katana jetzt schon auf 8. Wow. Und, nein! Einen Stein noch! Einen Stein! Oh, Mensch, das wäre was. Dann hätten wir den. Wo hast du dieses Blutkatana her? Das haben wir im Wald gefunden. Und zwar, da kann ich jetzt, zeige ich dir gleich. So, was brauche ich hier für Stones? Zweier Stones, dann kann ich sogar den Boden noch upgraden. Dafür brauche ich 480 Mark. Und ein Dreier fehlt uns noch. Eieieiei. Und ihr meint aber, das mit der Keule soll ich mir sparen. Dann sparen wir uns das auch. So, aber das... ach ja, genau, hier zeige ich dir einmal im Wald. Hier, das haben wir... Wo haben wir das bekommen? Ich glaube, hier in der Burg. Da, Fort Hyde war das. Und wenn du da reingehst, gibt es hier... Ich glaube, da ist das. Es ist so ein Typ, dem gehört angeblich die Burg. Der gibt dir noch eine Mission, den Auftrag, die Burg zu clearen. Würde ich vorher annehmen. Und dann gehst du da hin und da gibt es die, meine ich. So. Jetzt nehmen wir noch einmal für den Bogen ein bisschen was mit. Da habe ich schon wieder vergessen, wie viel ich brauchte. So. Und ne, Dreiersteine kriegst du nicht. Okay. Dann zurück. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ne, die Frau will ich nicht schon wieder umarmen. So, dann reisen wir zurück. Haben das jetzt ein bisschen gegradet zum Tunnel. Ach, da war noch eine Gesprächsoption mit dem Schmied. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Krab. Toss NFH. Danke für dein Prime. Du wirst Zeuge, wie ich jetzt hier durch die Gänge husche und versuche irgendwie so schnell wie möglich zu diesem Endboss zu kommen. Ich hätte vielleicht mir eine Mana Flask noch ausrüsten sollen. Äh.
Warte mal, wo ist der? Hier. Ja, guck mal, ey, also das. Die Keule ist schon deutlich besser. Also die Keule ist deutlich besser. Auch zweihändig. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, die zu nehmen. So. Und jetzt. Wir waren das noch hier durch, ne? Oh, ne, lass mich. Bin ich hier noch auf dem richtigen Pfad? Hört mal auf mich zu schießen, bitte. Oh Mann. Da steht der alte Steinmann wieder auf. Aber er ist hoffentlich nicht schnell genug. Naja, also okay, man kann durchlaufen, aber es ist trotzdem echt unnütz langer Weg. Mal gucken, ob das jetzt so easy ist. Erst wieder hoch. Ah, schon ganz schön lang. So. Nein, nicht. Jungs, ihr nehmt's aber okay. Okay. Eieiei. Lass sie doch mal in Ruhe. Okay, die haben das ziemlich gut alleine hingekriegt. Smithing Stone Miners Bell Bearing. Was auch immer das ist. Okay. Aber das war dann relativ einfach, das gebe ich zu. Das war schon sinnvoll, mein Morgenstern nicht nochmal abzugraden. Mir fehlt ein Stufe 3 Ding, come on. Aber hier ist leider nichts mehr. Ich brauche ein Stufe 3. Aber hier ist nichts mehr zu finden. Ärgerlich. Okay, das haben meine Summons ja alleine gemacht. Bell Bearing kannst du an die zwei alten Frauen am Roundtable geben und dafür Smithing Stones 1 und 2 kaufen. Ah, das ist interessant. Ah. Aber ich brauche... Ich brauche immer noch einen Stufe 3. Hattet ihr mir nicht irgendwie gesagt, es gibt... Ein Händler, und zwar, was hattet ihr noch gesagt? Irgendwer meint, es gibt einen Händler, der das verkauft. Und zwar, war das hier? Warte mal. Kann man nicht Stufe 3 beim Schmied von Manor kaufen? Weiß ich nicht. Wo ist der? Ist hier ein Händler? Nee. Hier ist gar kein Händler. Nee, irgendwer meinte gestern, dass hier noch ein Händler ist. Habe ich das eigentlich schon benutzt? Nicht.
Nicht benutzt. Wow. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Sieht geil aus. Boah. Sehr magisches Teleskop. Vigil 444, vielen Dank für dein Primey und Cheesecake has no cheese. Dir auch. So, also, wo kriege ich jetzt diese... Wo kriege ich diese Steine her? Hat jemand eine Idee? Bevor ich jetzt hier ewig suche. Ein Stein. Gibt es irgendeinen Händler? Hier ist noch eine Höhle. Warte mal. Welcher waren wir gestern? Waren wir da schon? Ist auch eine Höhle. Irgendwo noch eine Höhle finden. So, was? Eine weitere Höhle. Es geht. Da ist nur der NPC dahinter als Baum getarnt. Wo ist das? Geh mal dahinter und hol den NPC, wenn du gerade da bist. Okay, aber wo genau ist der noch? Hier? Nee, wo war der? Hier? Wo ist der genau gewesen? Oder da hinten? In diesem Forst? Wir waren in so einem Waldstück. Oi. Ah, hier! You there. Could you help us out, Cully? Ah. What you going to do that for? Oh, yes. I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Ja, völlig richtig. Thank you. The name's Bock. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave... Ich zeig euch gleich, wo das ist. Und so, this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Mushroom. Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. But I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. Ey, du musst da auch nicht rein. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Homie, dann bleib hier. But I'll need a moment. Du musst da nicht rein. Du kannst ich schenke dir die Freiheit. Freiheit. Okay, aber er hat eine cave on the shore gesagt. That is a cave on the shore. Also, hier sind wir. Da an diesem Teleskop. Und hier ist irgendwo a cave on the shore. Küste. I'm not sure where it is. Der ist jetzt am Meer, am Feuer, am Weg zur Insel. Im Wasser nördlich. In einer Insel war ich ja schon. In einem Bergwerk. Hier. Irgendwo am Wasser.
Da fehlen mir noch die Karten. Wo ist hier ein Bergwerk? Ich sehe keins. Also hier ist eins, glaube ich, ne? Das müsste eins sein. Und hier ist eins. Also wir könnten auch hier hin. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade keins. Aber es muss nichts heißen. Da! Da ist noch eins. Guck mal. Da! Ha, ha, ha! Du musst da nicht hin. Ich hole mir das selber. Hoffentlich gibt es da überhaupt keinen Scheiß. Überlebe ich das? Oh nein, was kommt hier aus dem Wasser? Das habe ich doch gerade gesehen, da hat es doch gebrodelt. Doch, da ist doch 100 Pro, ist da so eine Krabbe oder so. Naja, dann schauen wir mal. Sag mal, wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe fast 8000 Mark. Wieso habe ich nicht gelevelt? Ich hoffe doch sehr, hier gibt es jetzt gleich ein Bonfire. Kann ich mit 8000 Mark jetzt hier durch die Gegend laufen. Sehr gut. Dann lass uns mal eben schauen. Wir brauchen 4400. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Was bringt mir denn so einer? 800. Der. 1200, okay. Ja, jetzt noch. Du hast 2400, habe ich gesagt, ne? Ja, 2400. 1400, dann machen wir. Der war das, ne? Jo. Und wir entfachen das Feuer, wir setzen uns hin und wir snacken ein Level. Ist auch wichtig, sich mal ab und an zu belohnen hier mit einem schönen Vigor-Level. Bisschen mehr Leben haben. Der Lebensbalken muss ein bisschen gefüllt werden. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen leckere Stufe 3 Steinchen bekommen. Na, ah, Stufe 1. Ah, das ist eine Loserhöhle. Nein, wir sind in eine Loserhöhle gekommen. Warum sind wir denn in die Loserhöhle? Andere Typ. Stufe 1. Oh nein, zu wenig. Zu wenig Belohnung. Und du bist schuld. Dafür steche ich dir in deinen Rucksack. Jetzt war ich ja gerade in dieser mega anstrengenden, fiesen Höhle. Und jetzt komme ich hier in diese Loser-Höhle. Da fühle ich mich sehr unterfordert. Und das ist der Grund, weshalb ich gleich sterbe. Weil immer, wenn man arrogant wird, ist man relativ schnell tot. Ja, Stufe 1 ist... Oh, ich dachte gerade, das wäre noch ein Invader gewesen. War das aber gar nicht. Ja, das ist doch natürlich wirklich sehr, sehr schade. Für einen Mann mit meinen Ambitionen, mit meinen Wünschen, ist Stufe 1 nicht... Warte mal, ich bin noch nicht... Jetzt ist, entschuldigen Sie bitte. Warten Sie, wieso ist denn hier schon wieder...
War ich hier sogar schon mal? Nee, ne? Nee, hier war ich noch nicht. Oh, hi. Stehen Sie ruhig auf. Ah ja, Ratten. Oh nein, niemand mag Ratten. Nicht mal Ratten mögen Ratten. Manchmal ist so ein Schild auch gar nicht so unpraktisch, insbesondere gegen Ratten. Item. Smithing Stone 1. Das ist jetzt wirklich sehr schade. Ich glaube, diese Höhle ist eher für Leute, die noch nicht so gut sind in diesem Spiel wie ich. Ich fühle mich unterfordert in dieser Höhle. Trotzdem mache ich es natürlich. Ist eigentlich auch mal ein ganz geiles Gefühl, irgendwo hinzukommen und zu merken, ey, ich bin hier wirklich der Beste von allen, der in dieser Höhle ist gerade. Alle anderen sind deutlich... Ey, warte mal, was ist das denn gewesen? Da hätte ich ja mal schnell noch hinrollen können. Das merken wir uns. Das merken wir uns. So. Was finden wir hier noch Schönes? Oh nein, Hundimänner finde ich auch ganz grausam. Nein, abgewählt. Ah. Ei. Ist hier irgendwas? Nope. Keine Geheimgänge. Da. Ich habe leichtes Déjà-vu, also was die Architektur der Höhle angeht. Das habe ich hier so schon mal gesehen, aber. Nee, das ist dann doch eine andere Höhle gewesen. Da war nur auch so eine Shack hier irgendwie drin. War das da noch irgendwas? Nee. Das ist nur Blut. Ja, gut. Dann werde ich versuchen, hier den kleinen Ausgang nochmal wieder zu finden. Und mich da auf diese Anhöhe zu rollen. Ja, warte, falsche Seite, oder? Ja, falsche Seite. Was hier? Oder? Oh ja. Aha. Vielleicht snack ich mal was. So, der Aufseher kriegt dann als erstes einen ab. Warum beschmeißt du mich mit Bomben? Ich hätte dich in Ruhe gelassen. Weil du siehst irgendwie so aus wie jemand, der auch einfach nur ein hartes Arbeiterleben führt. Damit kann ich mich auch identifizieren. Ey, aber jetzt ist endgültig der Ofen aus. So. Homeboy. Oh, pumpt seine. Ja. Ey, du sollst den backstabben. Warum machst du das nicht? Warum verweigerst du meinen Wunsch? Oh, der kann aber auch mit seiner Faust einfach richtig, richtig schnell zuschlagen. Bin ich dann wieder unvorsichtig? Okay. Ja. Das Smithing Stone, warte mal, hier geht's noch weiter, bevor wir da jetzt den Fahrstuhl nehmen. Gucken wir nochmal, was hier so ist. Wir machen die Höhle jetzt zu Ende, auch wenn wir natürlich latent unterfordert sind. So, da kam ich her, ne? Da habe ich mich reingerollt in die Höhle, ne?
Gut. Dann schauen wir mal, wo uns der Fahrstuhl hinführt. Auf den anderen kommen wir ja auch nicht mehr. Wir müssen ja diesen nehmen. Irgendwas. Nope. Oh, was ist das? Was verbirgt sich hinter diesem Tor? Ein Kampf? Smithing Stone Stufe 1. Ich lusche hier mal durch. Oh, da ist was Großes. Ui, guck mal hier. Da. Seht ihr ihn? Der sitzt da. Ei, 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 ei. Oh. Hey, Baby. Sehe nichts. Hey, entschuldigen Sie bitte. Schluss. Okay. Au. Au, ey. Ey, ey. Alter, was ist denn mit dir los, ey? Okay. Okay. Dieser eine Angriff war aber ganz schön wütend von ihm, muss ich sagen. Irgendeine Medaille. Eine Raw-Medaille. Tja, was macht die? Raw, ist das ein Zauber oder was ist das? Ach guck mal, ich habe übrigens hier auch zwei Golden Seeds, ich Trollo. Hahaha, ich habe hier noch einige Sachen, die ich nicht... So, was habe ich jetzt bekommen? So eine Medaillen. Hm. Okay, keine Ahnung. Das. Enhances Roar and Breath Attacks. Ja, okay, das ist natürlich jetzt für mich nicht unbedingt das, was ich will. Ich wollte Stufe 3. Aber jetzt habe ich diesen ganzen Dungeon für diesen kleinen Mann, der ein Baum war, gecleared, sodass er nicht mehr Angst haben muss. Ist auch nett von mir. Also, wieder raus hier. Aber das ist immer noch nicht das, was ich wollte. Huch, ne. Immer noch nicht das, was ich wollte. Ich brauche Stufe 3. Also es gab doch ein... Ach ne, bei diesem einen Schmied auf diesem... Auf der Brücke. Ich weiß gar nicht mehr, war das hier? Wo dieser eine Riesenschmied ist? Ich glaube, ne? Da kann man nur diese anderen Steine kaufen, meine ich. Okay, in dem Seesumpf am Anfangsgebiet, da gibt es noch was zu finden, sagst du. Da, wo ich jetzt bin, oder was? Hier, da meinst du das Ding? Ist das für dich ein Seesumpf?
Der NPC ist am Meer im Westen in Limgrave. Jetzt der von eben, der NPC, oder da, wo ich kaufen kann? Hier irgendwo? Der See mit dem Drachen. Kaufen kannst du oben Richtung Hauptstadt. Taxby, okay, pass auf. Ist das hier, warte mal, die Hauptstadt? Ist das für dich die Hauptstadt hier oder was? Dieses Schloss? Was ist für dich die Hauptstadt? Wahrscheinlich, ne? Ganz im Norden. Ganz oben. Hier oder was? Ist das für dich die Hauptstadt? Caria Manor? Ist das die Hauptstadt? Oder noch weiter hier? Oder meinst du hier, wo ich noch nicht entdeckt habe? Meinst du hier in diesem Gebiet, wo ich noch gar nicht gewesen bin? Unten, geh mal vom Baumritter weiter nach Westen, da kommst du zum Strand. Oh, warte, 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 warte. Der Baumritter war doch. Oh, ist das schwer. War der nicht hier? Und dann hier runter, oder was? Okay, also ich weiß nicht genau. Ich will eigentlich nur diese Scherben haben. Das ist alles, was mich halt interessiert, um meinen Katana noch weiter aufzuwerten. Das war die Mission. Aber pass auf, wir können auch einfach hier, da ist noch eine Höhle. Und da ist noch eine Höhle. Wir können auch einfach da jetzt zu dieser Höhle. Und dann schauen wir mal, ob es da Stufe 3 gibt. Das wird wahrscheinlich auch eher ein bisschen schwieriger werden da. Gucken wir gleich mal. Und ich habe ja noch meine beiden goldenen Samen. Ne, 3. Ah, ich habe erst 2. Habe ich nichts mehr. Ja, sehr ärgerlich. Welche Nummer hatte das Ding? Die 1, okay. So. Durch dieses Dorf. Hi Leute, ich bin nur auf der Durchreise, keine Sorge. Ich will nichts von euch. Und ihr nicht von mir. Das ist der Deal. Ah, ja, ja, warte mal. Welche Ebene ist das? Die obere. Dann reiten wir die Straße entlang. Das hopp, hopp, galopp. Und einen Golden Seed brauche ich auch noch. Nicht noch richtig? Ja, einfach den Weg entlang. Und dann muss ich aber hier gleich eigentlich hier rechts. Die Frage ist, auf welcher Ebene ist das? Ist das hier oder? Das muss die obere Ebene sein. So, easy. Aber die sind irgendwie. Die haben sowas Würdevolles. Ich glaube, ich muss die obere Ebene nehmen. Wie sieht's hier aus? Friedhof. Ist noch ein Totenkopf oder was ist das hier? Ja. War ich schon in dieser Kirche? Jetzt lasse ich mich wieder ablenken, aber Kirchen sind immer interessant. Da gibt es auch oft. Bonfires, ganz genau.
Warum ist das hier alles rot? Invaded. Mir doch egal. Was wolltest du denn von mir? Irgendwelche Finger? Achso, okay. Sacred Scorpion Charm. Sacred Scorpion Charm. Was war das nochmal? Heiliger Skorpion. Charm. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es zu. Das kann alles sein. Was haben wir da bekommen? Irgendein Ding. Niemand weiß es. Niemand weiß, was es war. Und wahrscheinlich ist es auch einfach sehr schwer herauszufinden. Ah, vielleicht wieder sowas hier. Da, Sacred Scorpion. Raises Holy Attack. Naja, habe ich ja nicht. Genau, ich kann mit dem Pferd auch nach links schlagen, das weiß ich schon genau, danke. Für die Info. So, wir setzen uns mal eben hier hin. Und dann schauen wir weiter nach der Höhle. Denn ich brauche noch einen Smithing Stone. So, grob diese Richtung. Wir können auch immer mal wieder nach links und rechts gucken, weil ich bin, als ich hier hergekommen bin, bin ich doch, glaube ich, relativ straight einfach durch die Gegend geritten und habe hier nichts. What the fuck? Ist hier ein Drache? Nichts mir so wirklich angeguckt, weil ich sehr, sehr unterlevelt war. Was ist denn das? Ein Dorf mit einem Bonfire. Aber hier sind die sehr dicht beieinander, die Bonfire. Ist hier, da sitzt irgendwas. Oh, was ist das alles? Guck mal, so ein geiler Rabe oder was ist das? Rabosaurus Rex? Und wer bist du? Na? It's rotting. Everything. Rotting Scarlet. Guckt euch das an. The very earth that Kellet rests upon Ancelia, town of sorcery. The end is nigh. For us all. Ja, das muss ja nicht so dramatisch sein. Butterfly. In your eye. Ja. Die sehen lustig aus, irgendwie, aber auch wie so eine Mischung aus halt einem Dinosaurier und einer Krähe. Quetzalcoatlus Creus. Ja. In die Richtung ist die Höhle. Ich bin nämlich auch schon viel zu weit geritten. Ich muss wieder zurück. Was ist mit dir? Boah. Okay, der macht nimmt ganz schön viel. Schon wieder 6700 Mark. Könnte man fast schon wieder so ein Level machen. Was ist in der Hütte hier? Ah, noch ein Mann. Check of the Rotting. Ah, hi. Hi. Hi, hey, soll nicht so frech werden. Eieieiei. Oh, die kennen wir doch noch. Oh, okay, bei dem mache ich gar keinen Schaden. Ganz offensichtlich. Achso, vielleicht ein bisschen.
Blutschaden, wenn ich Glück habe. Ah, jetzt. Ah, der Locker. Ich habe ihn noch gesehen, aber ich... Au, ey. Okay, das nehme ich dir sehr, sehr übel, dass du so gemein zu mir warst. Finde ich nicht okay. Nein, wir wollten uns hier gar nicht lange aufhalten. Ist das ein Faulungsschaden oder was ist das für ein Schaden? Komm, wir machen den nochmal platt und dann machen wir ein Level up und dann reiten wir zu dieser Höhle da. Hopp. Aber ich habe schon das Gefühl, ich bin hier noch leicht unterlevelt auf jeden Fall. Wo ist der Typ jetzt da? Hi, Baby. Der gibt lächerliche 100. Ja. Na gut, komm. Wir haben so viele mittlerweile von diesen Schecks, dass wir ruhig, glaube ich, ein bisschen was ausgeben können. Was haben wir denn hier für große Dinger? Guck mal. Was ist denn das für einer hier? 2000. Sieht gut aus. Wie viel brauchen wir? Noch 3000. Ja, dann nehmen wir noch einen davon. Ah, und 5 davon. Ah, reicht das? Ich glaube ja. Level up. Oh nein, 1000 zu wenig. Ah, okay, wir haben mich nur ein bisschen verrechnet. Da, der war 400. Ja. Und dann noch einen davon. Okay. Jetzt. Level up. Sehr gut. Und jetzt auf Richtung Höhle. Wo bist du? Höhle, die Richtung. Hopp, hopp. Und hopp, hopp. Ah, ah. Da entlang. Ich glaube, das wird eine ziemlich schwierige Höhle sein. Ich denke auch, ich kriege da nicht Level 3, sondern eher Level 4. Aber wir schauen mal rein, vielleicht habe ich ja Glück. Wobei, ist auch fragwürdig, ob es Glück ist, wenn man einen besseren Stein bekommt, als man will, aber... So, schauen wir mal. Hier muss das ja irgendwo sein, der Eingang. Oh Gott. Da unten wahrscheinlich, ne? Ah, ja, das halte ich für gut möglich. Also. Ach, ey, ja, hahaha, hi Leute, it's me. Naja, okay, das macht auch gar keinen Sinn, dass ich gegen zwei Speerträger. Ey, 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 Alter, ey, Alter, ey. Nee, jetzt ist Schluss. Okay. Nein. Oh, Alter. So, mein Lieber. Ah, das ist schon nochmal härter. Guck mal, die kämpfen auch gegeneinander. Kriege ich da die Seelen, wenn... Oh ja, geil. Die sehen aus wie Embryo-Dinosaurier. Als wenn das... Ja, die sind einfach ein bisschen zu früh aus dem Ei geschlüpft, alle. So, ist das jetzt der Eingang zu dieser Höhle? Ich befürchte, ich kriege hier keine Level 3 Steine, wenn überhaupt. Ab Level 4 aufwärts.
Schauen wir mal rein. Oh, hi. Oh. Ja. Nein, nein. Okay. Nein, 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 nein. Ja. Ah, natürlich machst du das. Okay. Ja, dann komm doch mal hier rauf. Oder kannst du einfach nicht hüpfen? Okay. Hahaha. Okay. Ja, weil ich das nämlich auch sehr gut kann, solche Sachen, solche Tricks. Ich kann auch sehr, sehr gute Tricks machen. Ja, und alleine bist du nicht so gut. Smoldering Butterflies. Entschuldigen Sie bitte. Ah, ja, 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 okay. Jetzt muss ich hier den richtigen Pfad entlang hüpfen. Uiuiui. Oh Gott. Die Frage ist, ist das hier überhaupt ein Bergwerk? Bekomme ich hier überhaupt das, was ich will? Ja, okay, das sind die falschen. Aber zumindest Stufe 2. Vielleicht gibt es ja doch das Passende noch hier zu entdecken. Ah, hier ist so ein Dings, das ist super. Kann ich eigentlich, wenn ich mich jetzt... Muss ich ja, oder? Wenn ich mich hier hinsetze, kann ich vom Inneren reisen, oder? Warte mal, also von hier kann ich nicht. Aber wenn ich jetzt am Bonfire sitze, kann ich, wenn ich mich hier ans Bonfire... Ich probiere es einfach aus. Könnte ich jetzt von hier reisen? Nee, auch nicht. Shit, ah, okay. Das heißt, ich bin jetzt quasi gezwungen. Das hier zu Ende zu machen, oder was? Okay. Okay. Naja. Okay, das wäre so einer. Wo ist der andere Typ jetzt? Der kommt da nicht mehr raus. Das ist ja lustig. Oh Mann, die sind so schnell. Guck mal, der kommt da nicht mehr raus. Oh, das tut mir aber leid. Hast du es gesehen? Der Herr hing ja fest. So. Also auf jeden Fall ist es eine Mine. Guck mal, die kämpfen auch da, seht ihr das? Die kämpfen in dieser Mine. Mit diesen Oktopodenknäulen. Ah, oh, da ist noch einer! Oh, hey, 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 hey. So, ganz mit der Ruhe bitte. Nee. Eieiei. Oh, jetzt kommt der hier, ne? Jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen. So, da hinten ist ein Stein. Gleich ist der Moment der Wahrheit gekommen. Welche Kategorie Smithing Stones sich hier finden lassen. So. Ah, ich wusste es. Ist es Stufe 4? Aber vielleicht habe ich Glück und es ist auch eine Stufe 3 dabei irgendwie noch.
Oh. Oh. Oh Gott. Oh, der ist ein bisschen groß. Oi. Oh ja. Die Gier schlägt zu. Nein. Wow. Eieieiei. So kotzende Leute mag ich ja auch nicht so gerne. Okay. Ja. Also wie wär's denn mal mit Stillhalten, ey? Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Der hält einfach auch nicht mal still. Ich treffe ihn auch nicht. Nee, das bringt mir gar nichts. Nö, dann bleib mal, wo du bist. Ich bin ja nicht deinetwegen hier, sondern weil ich Smithing Stones brauche. Der Rest ist mir jetzt hier erstmal egal. Oh nein, wieso denn beide? So, ich brauche Smithing Stone Stufe 3, bitte geben Sie mir das. Oh. Hat ihn gar nicht interessiert gerade. So, das ist hier wieder Cracked Crystals, da habe ich 1000 Millionen. Das ist noch wieder eine neue Chance auf das passende Item. Einen brauchen wir. So, komm jetzt. Was wird es sein? Was wird es sein? Was wird es sein? Nein! Es ist leider das bessere Item. Das wertvollere Item. Nicht das, was wir wollten. Oh, oh, oh. Nein! Oh. Ja, okay. Das ist jetzt komplett daneben gegangen. Abwählen! Ah, oh, dieses dumme Angewähltsein! Ah, und der Schlag ging ins Leere. Ah, und wir sind tot. Nein. Frage, komme ich hier überhaupt wieder raus? Ich habe mich ja hier droppen lassen. Und ich kann hier nicht reisen. Gibt's... Bin ich hier in der Sackgasse? Bin ich hier gefangen? Gibt's hier sowas wie ein Homeward Bone? Ah, das ist jetzt echt höchst ärgerlich. Ah, unzufrieden mit der Situation bin ich jetzt. Eigentlich will ich jetzt hier durchlaufen zu meinen Seelen einfach nur. Ist er wieder da unten drin? Das ist sehr lustig. Kommt er da wieder nicht raus? Das muss ich jetzt hier nochmal machen, aber ich will nicht alles machen. So. Mal der arme Typ, das ist ja echt lustig. Jetzt kommt er endlich raus und, oder auch nicht, und ist tot. So fühlt sich das an. Okay, da war ich ja schon drin, das muss ich nicht mehr machen. Den muss ich noch nehmen, sonst trötet der und holt seine Freunde, das geht auch nicht.
So, ah, shoot, shoot, shoot. Nicht gut. Okay, die haben richtigen Bums, die Homies. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin größenwahnsinnig, warte. So. So. Also der Kampf ist nicht gerade abwechslungsreich gegen die Typen. Ey, aua, was eine Reichweite hast du denn? Geh mal hinter dich, komm. Geh mal. Geh mal. So. Okay, das war irgendwie nicht wirklich hinter ihm, aber es hat gereicht. Okay. Ach, ein langwieriges Spektakel. Das wird nicht mal belohnt mit den richtigen Smithing Stones. Ah. Ah, okay. Ja, Lektionen ausweichen. Hat mir gut gefallen. Muss ich das hier nochmal machen? Meine Seelen müssten da drunter sein. Der ist weg. Die Typen sind mir egal. Ich muss nur gucken, dass der Hornbläser da nicht ins Horn blasen kann. Und der sitzt nämlich da. Der ist viel wichtiger, dass ich den platt mache. Scheiße. Oh nein! Oh, sein Henchman. Nein! Oh. Oh. Eieieiei, okay. Dann, Ah. Okay. Ich sehe schon. Okay. Nein, das war dumm. Ich dachte, er ist... Ah, meine Güte. Ich dachte, er ist für den Front-Step vorbereitet. Er ging so schön zu Knie. Dabei war er gar nicht... Oh Mann, das ist, dauert ja lange. Du kannst auch mit dem Schild blocken und sofort mit R2 einen starken Kontakt ausführen. Ja, okay. Also, wir holen uns jetzt mal meine Seelen zurück. Die sind ja zum Glück hier. Und jetzt möchte ich mal gern von euch wissen... Ob es eine Möglichkeit gibt, hier rauszukommen aus dieser Nummer. Komme ich aus dieser Höhle wieder raus? Ich kann ja nicht schnell reisen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, jetzt komm. So schnell. Da, den hatte ich doch eben auch schon gesehen. Aber das war der dann gar nicht. Ey, der lebt noch! Der Holzmichel. Okay, dann, pass auf, Leute, ich renne jetzt durch. Meine Seelen, habe ich die jetzt gerade eingesammelt? Ja, 6000. Boah, kann ich auch schon wieder fast Level up machen, aber ich renne jetzt mal durch. Tschüss. Oh, okay. Nein. Ey. Ey, na. Ey, okay, wo ist denn... Ey, entschuldigen Sie, ich möchte... Ja, rufen Sie Ihre Freunde, dafür kennen wir Sie. Feige Bande.
Ist das hier schon der Boss? Oh. Oh, bitte. Level 3. Nein. Oh, oh. Nein, nein, es geht nicht mehr. Ich bin bereits in der Animation. Ja, ja, selber schuld. Ich bin bereits animiert. Oh nein, ist das ein Drache auch noch, oder was? Jetzt, ich darf hier nicht rein. Das ist ein Bug. Ich wurde verbuggt. Leute, ich bin in einer Bug-Situation gefangen. Was ist geschehen? Habt ihr das gesehen? Ich empfinde das als eine schäbige Frechheit. Na gut, dann rennen wir mal los. Jeremy Mascara like Bam! Tschüss. Mir doch egal. Mir doch egal. Weißt du was, wieso laufe ich überhaupt diese Strecke? Warum rutsche ich die Leiter runter und springe ja nicht runter? Das ist ja offensichtlich, nimmt man da ja keinerlei Schaden. Hier ist noch eine kleine Tür. Oh, ist das einfach ein Bonfire? Und ein friedlicher Mensch? Yes. Ne, jetzt lässt du mich mal... in Ruhe, ich... Leute. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Meine Güte, so. Jetzt ist mal Schluss. Mit lustig. Da ist doch dieser Topf, dem ich geholfen habe. Jetzt ist Schluss. Da ist der Topfmann. Du bist doch nett gewesen. Wir haben doch. Wir sind doch Freunde. Was? Stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. Okay, und jetzt? It's time I set off. Wir sind... Wir kennen uns doch schon, oder nicht? Oder bist du ein anderer Typ? Doesn't the thought just set your heart aflutter? It's time I set off to the festival at Redmayne Castle. Was ist es? Komm. Nein, wieder nur 4. Ja, sag mal, willst du mir nicht helfen? Außerdem kommst du überhaupt nicht durch. Du kommst überhaupt nicht durch. Ah, da geht's nach draußen. Sehen meine Augen das richtig? Das heißt, ab hier könnte ich schnell reisen. Oh, ja, herrlich. Aber, ich habe noch nicht das Bonfire. Ich bin noch nicht gerastet. Das heißt, ich würde, wenn im Falle meines Ablebens wieder dort... am Anfang der Höhle spawnen, das will ich natürlich nicht, deswegen muss ich mich noch einmal hinsetzen. Ja, klasse Leistung. Ja, Tempurus, so ein Moin Moin, da wäre ich auch mal wieder dabei aus dem Naturkundemuseum oder so. So 6590, warte mal. Okay, also da ist noch ein Endboss. So, ich muss ihn einmal angucken. Ich meine, 6000 Seelen ist gar nicht so wenig, ne? Das würde mich schon ein bisschen nerven. Und das ist halt ein fieser Drachenlump. Der schnarcht. Ich meine, 6000, das kann ich noch. Komm. Inventory. Ach, das ist schon wieder 1:30. Okay, pass auf. Leute, wir machen Folgendes. Ich muss morgen früh aufstehen. Diesmal muss ich richtig früh aufstehen. Deswegen machen wir morgen... Nee, morgen weiß ich noch nicht. Morgen muss ich das Referat machen. Wir machen das jetzt so. Ich muss morgen früh aufstehen. Deswegen muss ich jetzt Schluss machen, sonst kriege ich 4 Stunden Schlaf und dann bin ich sehr unzurechnungsfähig.